Alter, mega cool. Hallo und herzlich willkommen zu der 18. Folge Hogwarts Legacy. Denn heute machen wir weiter. Also eigentlich wirklich, aber noch kurz zur letzten Folge, weil da sind wir in diesen Dungeon reingegangen, diesem Spinnen-Dungeon, der Spinnen-Dungeon, haben gegen ein paar Spinnen gekämpft, haben ein bisschen was erkundet, ein bisschen sehr viel mitgenommen, da habe ich mich beschwert, dass meine Kapazität von Ausrüstung so klein ist. Ja, also schaut euch ein bisschen, letzte Folge an, dauert eine halbe Stunde, also von daher. Und ja, das alles wegen den fehlenden Seiten in dem Merlin-Buch. Und ein Geist hat uns noch hierher geführt, hat gesagt, dass er hier gestorben ist und glaubt, dass die fehlenden Seiten er hatte vor seinem Tod und er hier gestorben ist. Dann am Ende der letzten Folge haben wir diese Brücke hier wieder hergestellt. Zumindest hat sie sich selber hergestellt. Und dann hat sich das hier alles geöffnet. Und ja, jetzt machen wir hier halt wirklich weiter. Von daher mal gucken, was mich hier jetzt erwartet. Es sieht sehr krass aus und ich glaube auch, die werden sich erheben. Und danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Ja, ich glaube zwar nicht, dass du das freiwillig gemacht hast, aber okay. Ja, vielleicht soll ich bis zur nächsten Folge dann einfach meine die ganzen Merlin-Prüfungen absolvieren. Dass ich hier nicht alles kaputt machen muss, weil sonst habe ich am Schluss nichts mehr. Ich muss wirklich so viel kaputt machen, das ist echt der Wahnsinn. Und dann bekomme ich hier auch noch so Müll raus. Es ist echt heftig. Ja, schon wieder. Junge, gib mir doch irgendwas Goldenes. Ich bin doch extra hier. Und dann gibt dir noch was Grünes. Waldensemble. Das ist so eine Rotze. Kann ich gleich wieder kaputt machen, weil da wahrscheinlich schon wieder Ausrüstung drin ist, oder? Nee, Geld. Okay, danke. Wenigstens das. Ist hier überhaupt irgendwas versteckt dann? Ich glaube nicht. Okay, na dann einfach mal zu den Überresten. Ich glaube, die Statuen werden sich dann erheben. Ja, es sieht ein bisschen sehr gruselig aus, aber jetzt wissen wir zumindest, wie er gestorben ist. Let's go. Aha. Die Karte deines Verderbens, Jector. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Schließe Prüfungen. Okay. Oh Gott, ich glaube, das Tor hat sich gerade geschlossen hinter mir. Ja. Ich muss mich jetzt durchkämpfen. Ja, weil die bewegen sich alle. Na gut, dann. Hier. Kriegst du ein bisschen Feuer in dein Gesicht. Dann kriegst du noch Super. Und du schwebst mal bitte in der Runde. Danke. Dann kann ich hier auf dich draufgehen. Und dich mal kurz zu mir herholen. Okay, dann anzünden. Also mit anzünden, die sind dann richtig... Oh Gott, richtig krass lange gestunt, ist echt gut. Wenn ich sie... Ja, wo ist er? Hä? Was ist der einzige noch? Achso. Mann, Incendio reicht nicht so weit. Och, Manu. So, Levioso geht nicht. Okay. Ach stimmt, Expelliarmus. Stimmt, habe ich ja auch noch, ne? Warte, kann ich das... Okay, das kann ich jetzt einfach so ausrüsten. Incendio würde ich aber gerne behalten. Das heißt, ich tue mal ganz kurz Levioso weg. Weil das brauche ich nicht. Obwohl ich tue mal Levioso nach oben. Weil mehr Zaubersprüche habe ich jetzt eigentlich auch nicht. Okay, dann Expelliarmus. Auchi. Konnte ich doch nicht machen. Jetzt halt. Aha. Ah, cool. Ja, du hast ja eine neue Waffe. Ja, alles klar. Finde ich super. Klar, geil. Es entwaffnet euch zwar, aber es juckt auch nicht. Weil. Ne? Ja. So, perfekt. Dann mal kurz euch anzünden. Dich entwaffnen. Und mal kurz schweben lassen. So. Und dann einfach wieder draufbrennen. Das mal kurz mitnehmen, die alte Magie. Dann ausweichen. Incendio war einfach dumm, weil es reicht nicht so weit. Ja gut, dann okay. Dann kann ich dich hier so machen. Okay. Zack. Hallo, einmal noch bitte. Danke. Und jetzt kann ich dich hier anzünden und nochmal Expelliarmus machen. Gut. War zwar jetzt ein bisschen komisch, aber jetzt kommen einfach die Hauptbosse. Ja. War ja irgendwie auch klar, ne? Den Karion beschütze. Aber da kann ich jetzt meinen Finisher machen. Hier. Blitz in dein Gesicht. Hatte ich zwar nicht getötet, aber einen Schlag noch und dann bist du tot. Ja. Ist hier irgendwo alte Magie oder so? Nö. Okay. Jetzt kommen die anderen. Ja, alles klar. Akio bringt bei euch nicht viel, aber entwaffnen kann ich dich, oder? Jawohl. Dich kann ich anzünden und schweben lassen, oder? Nee, schweben lassen bringt auch nichts. Ja, perfekt. Ich will kurz weggehen. Und dann hier ein bisschen einbauen. Also wenn ich jetzt schon die unverzeihlichen Flüche hätte, wie Avada Kedavra oder so, dann würde das halt wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher gehen. Oh Gott. Na, alte Magie, perfekt. Expelliarmus. Ja, perfekt. Aber ich kann jetzt auch nicht auf dich zuschmeißen. Das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht geht. Oh Gott. Genau, weil wenn ich jetzt die unverzeihlichen Flüche hätte, halt einfach one-hit, wäre definitiv einfacher. Definitiv. Weil, ja, man braucht jetzt nicht die ganze Zeit hier mit irgendwelchen anderen Sprüchen rumschießen. Sondern, ja, macht zwei Sprüche und dann sind es halt finite, ne? Aber ich finde es so eigentlich cooler, weil der Kampf halt länger geht, ne? So, kann ich euch beide anzünden, wenn ich direkt in eurer Nähe stehe? Ich glaube schon, dass es geklappt hat. Okay, die Zaubersprüche bringen mir gar nichts. Ich glaube, wirklich nur die roten Zaubersprüche bringen mir was. Zumindest bei den Gegnern hier.
So, dann kann ich mal ganz kurz Incendio und dein Gesicht machen und nochmal Expelliarmus und dann bist du finite. Ich glaube, ich bin ein relativ guter Kämpfer, habe ich das Gefühl. Dann gehen wir mal rein hier. Was immer das ist. Das ist unheimlich. Alter. Das hat sich aufgelöst und ist jetzt ein Tor. Ey, gut, dass ich... Alter, ich merke es einfach im Controller. Jeden Schritt spiele ich im Controller. Das ist unfassbar geil. Machen wir hier auf. Ey, einfach wie gesagt, gut, dass ich das in der neuen Folge jetzt gemacht habe. Hello, warte mal. Da geht's nicht weiter. Also, hier geht's nicht weiter, aber gehe ich hier rüber, dann geht's da doch weiter. Ach so, ich dachte, okay, das wäre jetzt ein versteckter Raum, den man nur sieht, wenn man durch die Tür geht. Okay, das ist aber ein komplett neuer Raum. Wo bin ich? Das war mir ja auch gerade. Hallo? Oh nein. Oh nein. Der Raum wird ja geflutet. Oh nein. Ich soll die Luft anhalten und einfach vor in die andere Tür rennen. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Ich werde beschützt. Ah, Leute, das bin nicht ich. Sieht aus wie Protego. Kann ich mich drehen? Nö, ich kann nur nach vorne laufen. Ist ich ja kann mega hoffen, cool. Dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Das hoffe ich auch. Also wenn es auch mal zerplatzt, bin ich ein bisschen am Arsch. Hallo, darf ich da mal bitte durch? Jetzt, dankeschön. Hier ist auch alles unter Wasser. Wo bin ich hier? Nö. Cool. Hallo? Warum haben wir Professor Fick eigentlich nicht mitgenommen? Wieso machen wir immer alles alleine? Warum... Ah, lol, diesen Raum kenne ich. Weil ich bin nochmal außerhalb der Aufnahme zur verbotenen Abteilung gelaufen und halt genau diesen Weg nochmal gefolgt, weil ja meine Ausrüstungen voll waren. Und hier bin ich dann auch gelandet, als ich nochmal da durchgegangen bin. Wisst ihr, ich meine, nochmal halt bei Merlins Buch, dahinter war nämlich eine Tür. Aber jetzt schauen wir jetzt erstmal an, was hier jetzt passiert. Weil das ist nämlich ein geheimer Raum in Hogwarts. Oh Gott. Hat sich gerade der Raum geändert? Ich glaube schon, ne? Oh Gott. Sind das jetzt Bilder? Was zur Hölle? Sind es Portale? Ist ja auch geil, ne? Wenn ich so durch das Bild gehe, dann bin ich ganz woanders. Hallo? Ah, ihr seid. Kann das sein? Hallo? Kannst du mich sehen? Anscheinend schon. Und ich habe rausgefunden, dass der etwas kräftigere, also ein bisschen molliger, falls man das so sagen darf, das ist Charles Rookwood. Was habe ich bei Reitschen gesehen? Haha. Weil der hat nämlich die Untertitel an und da stehen die Namen dabei. Und das ist, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber der andere, Charles Rookwood, habe ich mir gemerkt. Hallo. Stimmt, Percival Rackham. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne sie aus dem Regal. Stimmt, Kartenkammer, das war's. Oh, sie ja. Sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person mit dir reden vor kann. Mir stehen zu ich sehen. Ich bin 15 und du? Ich bin genauso alt wie sie und Isadora Morgannock, als sie in Hogwarts anfing. Gut ist Nora Morgan genau Dings und da, ich ja. Nehme an, dass sie unsere Fähigkeiten. Stimmt, weil die ja auch alle in der 5. Klasse eingeschult worden sind. Ja. Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung. Ach so, ja. Art. Weil ich ja Tore Wir öffnen kann haben und Zugang so, ne? Zu seltenen Formen der Magie. Okay. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Ah ja. Diese sollten Sie nutzen. Okay. Werde ich, Professor. Okay. Danke. Das Ding ist jetzt, ich habe jetzt zugehört, ich habe es trotzdem nicht verstanden. Doch zuerst, schön. Eine Karte aus einem bestimmten Buch führte sie her. Ja, die habe ich jetzt gefunden. Auf das Podest. Ich habe das Buch Ach nicht so, bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ja. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn ich Sie das Buch dabei haben. Okay, nehme ich dann bitte Professor Fick mit. Warum heißt es Kartenkammer? Sind Sie ein Seher? Was ist das die denn bitte? Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Schnitzereien, Haus an den Klippen? Für wahr. Keine Wussten Ahnung. Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ach, Junge. Außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Ja, du hast es ja auch gebaut und hast darauf gehofft, dass jemand hier, ne? Aber okay, naja. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Ja. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okay. Klar. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talent plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Okay, ach du... Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. Ha, ich bin Stufe 19, by the way. Ich habe 15 Talent... Alles klar, gut, ich kann es richtig ausgeben. Geilo. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weiße. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Geh regelmäßig hier zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten.
Alles klar. Raum der Wünsche habe ich noch nicht, also lasse ich es mal komplett aus. 15 Stück habe ich. Das heißt, ich könnte das hier voll machen und davon die Hälfte voll. Der Einsatz von Senior entfesselt einen Ring aus Feuer. Genau, den habe ich nämlich gemeint. Da kann ich nämlich alle auf einmal, die in meiner Nähe sind, einfach weglutschen. Hört sich auch so weird an, weglutschen vor allem. Damit ziehe ich alle ran. Auch stark. Nehme ich mit. Damit lasse ich wahrscheinlich alle schweben. Nehme ich mit. Klar. Und das hier habe ich noch nicht erlernt. Genau. Muss kein Fringo wirken. Genau. Das habe ich auch noch nicht. Das auch noch nicht. Und das ist dann Verwandlung. Ja, okay. Kann ich noch nicht machen. Dann hier. Oh, da kann ich schon. Was ist das denn? Oh. Ah, dunkle Künste. Ich verstehe. Was ist da? Okay, eigentlich möchte ich den ja komplett aus dem Weg gehen, ne? Weil ich würde weder Grutio noch Imperium noch sonst was in meiner Story anwenden, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Das heißt, ich verbessere hier mal gar nichts. Was bist du? Ein Zauberset für hinzugefügt? Ja, oh, das ist richtig wichtig. Das brauche ich unbedingt. Und das ist jetzt, alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von der... Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Ja, nehme ich mit. Ist wichtig. Basiszaubertreffen reduziert die Anklickzeit von Zaubersprüchen. Nehme ich mit. Ich kann mir echt so viel kaufen. Es ist so cool, dass ich schon vorher gespielt habe. Wenn ich jetzt irgendwie nur 5 Level wäre, also generell oben statt 19 jetzt 5, hätte ich mir gar nichts kaufen können. Das war mega cool, so das System. Mega Powertrank hat eine bessere Heilwirkung. Nehme ich mit. Ich sollte vielleicht nochmal hier oben schauen. Ist viel besser, ne? Hat eine bessere Heilwirkung. Nehme ich mit. Ich gebe es einfach wild aus. Ich kann es ja, ne? Blöd gesagt. Und eine Richtung tippen, um Zauberstab zu wechseln. Oh ja, ist auch wichtig. Nehme ich auch mit. Aber es ist sogar Stufe 3 und das ist jetzt Stufe 2. Also muss ich erstmal Stufe 2 freischalten. Alles klar. Was ist das? Achso, das ist dieser Blitz. Halte ausreichend gedrückt, um plötzlich zu verstünden. Ja, das ist auch wichtig. Das ist richtig cool. Ich kaufe einfach alles, Alter. Wenn du einen Zauber mit einem perfekten abgestimmten Protego blockst, dann ist so 2 Projekte. Oh, das ist auch cool. Mache ich nämlich sehr gerne. Basis-Zaubertreffen Gegner in der Luft erhöhen die alte Magie stärker. Obwohl, das ist jetzt so cool. Erhöhen die Reichweite von Revelio, das ist wichtig. Und das ist jetzt noch ein Punkt. Von super getroffenen Gegner bleiben länger betäubt. Oder ein erfolgreiches Aussachen unblockbar erhält die... Okay. Und das ist jetzt noch. Basiszauber treffen Gegner in der Luft. Ja, ist jetzt nicht. Dann mache ich das hier noch. So, jetzt habe ich alles ausgegeben. Weil Raum der Wünsche, wie gesagt, habe ich noch nicht. Aber ich glaube, das ist dann... Hätte ich trotzdem verbessern können. Ah, wahrscheinlich wegen diesem ganzen Stunning-Dings da, ne? Zaubertränke vermutlich. Aber okay. Ich würde sagen, das schauen wir uns erst an, wenn wir wirklich so weit sind, weil sonst lassen wir es vielleicht ein bisschen spoilern. So, jetzt habe ich sehr viel ausgegeben und bin wahrscheinlich jetzt mega, mega krass. Alter, mega cool. Das schluckt nichts von meiner alten Magie. Geil. Ich bin so halt viel schneller. Ich zisch jetzt die ganze Zeit so durch das Ding. Durch die ganze Welt. Ah, das meinte ich nämlich, ne? Gefunden. Ja. Was soll ich mit dem Buch? Ich soll es zurück aufs Podest legen. Kann ich das bitte aktivieren? Ja, aber... Oder habe ich schon aktiviert? War ich hier nicht schon mal? Das kann auch sein. Stimmt, ich bin ja auch doof. Ich habe doch gesagt, dass ich hier schon mal war, hä? Deswegen war gerade... Ich habe es leider ein bisschen vergessen. Weil das, glaube ich, hatte ich noch nicht. Das war bei mir dann zu. Ich konnte da noch gar nicht wirklich weiter. Aber jetzt kann ich hier weiter. Oder? Oder war das jetzt später zu? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe schon so viel erkundet. Na, das hier kann zu gewesen sein. Dass hier dann einfach eine Wand war. Also so eine Decke-Dings. Dass ich einfach nicht weitergehen konnte. Ja, das war hier. Jetzt habe ich die Orientierung wieder. Glaube ich. Hier ist Revelio. Gar nichts, okay. Ich bin wieder in Hogwarts. Hier konnte ich nämlich gar nicht rein oder raus. Genau, war da schon verschlossen. Ich habe versprochen, dass ich meine Studien vernachlässige. Das hier kann ich aufmachen. Um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Ach, Professor Fig ist mein Buch weg? Okay, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch erkunden und alles. Okay. Aber das würde ich sagen, mach mal in der nächsten Folge. Genauso wie, dass ich meinen ganzen Geschmarrig verkaufe. Weil hier kann ich auch noch nicht lang. Ich müsste mal Lohomora mal so langsam lernen, bitte. Ja, das war jetzt eine sehr coole Folge. Kann ich hier weiter? Nee, okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchen-Zauber. Depulso? Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Okay. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Also ich soll es erst lernen und dann zu dir in Zauberdringe kommen, schätze ich. Okay, und mal ganz kurz soll ich mich noch angucken. Jetzt habe ich hier verschiedene Fenster. Ist das cool. Okay, aber das ordne ich dann selber noch separat, dann mache ich jetzt nicht in der Folge. Ja, also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und auf von mir ein Adios. Amigos. Tschüsseli.